Okay, da drüben kommt der Lieferant schon. Gut, am Anfang ist das Spiel ziemlich langweilig, wie es scheint. Aber ich glaube, das ist ungefähr bei jedem solchen Simulator so. Ich meine, der Supermarkt-Simulator ist ziemlich beliebt, aber auch am Anfang ziemlich langweilig, wenn man nicht viele Dinge hat. Na. Danke für die unglaublich schnelle Lieferung. Tschüss. Du kannst gehen. So. Dann haben wir gleich den ersten Raum fertig zum gut. Schön. Deshalb kann man wahrscheinlich auch die ganzen Dinge noch nicht einsetzen. So, jetzt aber. Rooms ready. Accepted Revenue 1,50. Okay, schön. You can close the motel if you don't have any available rooms. Open the motel customers. Computer home. So, Motel ist geöffnet. Mal schauen, wer vorbeikommt. Was überhaupt jemand vorbeikommt. Ich meine, das ist eine ziemliche Absteige hier. Find a fuel jerry can to power room. Put the fuel nozzle in the car. Interact with the pump. Start fuel. Also brauchen wir dafür Fuel? Ich meine, wir haben Strom. Oder etwa nicht? Wait for your first motel customer. Versteht es nicht ganz so, wie brauchen wir da Fuel? Ah. Oder auch nicht. Ich lasse es mal da. Guten Tag, guten Tag. Willkommen, willkommen. Schönes Auto. Wir haben gar keine Zimmerkeys. Komm. Ach du Scheiße.
Taxi läuft. I need a room with one bed for 48 hours. Wait for a minute. Aber wir haben ja gar keine Keys. Das Zimmer ist ja gar nicht abgeschlossen. Take this room. Wait for a minute. Einfach Müll liegen lassen. Doch, ich will doch mitkommen. Hallo. Na, gefällt dir der Raum? Order fuel for the station. Open the gas station. Computer home. Wait for the first gas station customer. Okay, das ist also mehr als nur... Where is it the main road leaving vehicles? Mehr als nur ein Motel Simulator Spiel. Auch Gas Station Simulator Spiel. Hallo? Einmal auftanken? Klar. Order 14,3 Liter. So. Tschüss, danke. Rain and power blackout. When it's raining, there is a chance of a power blackout. You can use the generator as temporary power source. If the generator runs out of fuel, you'll have to wait until the power comes back. You can upgrade the power room to never have blackouts again. You can buy more jerry cans. And using a flashlight. Okay. Deshalb brauchen wir hier. Diesen Generator. Traffic and stuck vehicle. The traffic jam happens, you can help equipment steering wheel using Tab. Doesn't control the vehicle itself. Kann ich auch ihr Auto klauen? Nee. Order some products for the shop. Jojo, einfach mal ein paar Dinge kaufen. Clean the shop, place the shelf and the fridge inside the shop. Fridge must be plugged, place the shop counter inside the shop. Make sure the waiting line vehicle is placed properly. Nah. Okay, interesting. Shop. So, hört man schon soeben. Das
So. Einfach alles mitnehmen. Ich meine, wir sind Hulk, von daher. Ha, wait, what? Also zum Beispiel so. Ne, weil das ist falsch. Ich platziere das einfach alles mal hier so ein bisschen quer und wild. Ja gut, ich glaube theoretisch wäre es verkehrt. Aber lassen wir das. Einfach so. Open the shop for customers. Spiel möchte offensichtlich ein bisschen alles sein, wie es scheint. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Interessanterweise muss ich den Shop schon öffnen, obwohl ich gar keine Customer habe. Gar keine Produkte. Ich meine, die werden ja erst geliefert, oder nicht? Was soll's? Ups. 5:45 kommt die Lieferung erst. Bisschen creepy, wie die da ist. Was? Okay. Muss ich jetzt jedes einzelne dahin packen? Fässt du mich? What the fuck? Ja, nee. Das ist ein weirdes System. Und schon wieder ein fucking Power-Out. Nett. Hä? Hä?
Hä? Was? Ich würde sagen, das reicht erstmal für diese Demo. Ich glaube, da gibt es wesentlich bessere Simulatoren in diesem Stil. Und wir haben noch ein paar auf der Liste, die wir hier anschauen können. Ja, ich würde das hier erstmal abbrechen. Wir haben hier eine halbe Stunde gespielt, das reicht mir erstmal. Vor allem sieht es wirklich sehr nach viel Arbeit aus. Nach das ganze Gelände so riesig ist. Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser kleinen Demo vom Motel Manager Simulator, genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.